Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 12. April und wir haben heute hier den Lesefix Mark Hagenbeck. Haben wir schon angefangen? Ja, tolles Buch, das du deine Hand hältst. Ja, ja. Kreisliga-Legende von Sascha Ehlert. Ja, wir haben heute den 12. April und am 12. April Geburtstag hat wer? Natürlich unsere liebe Claire Danes. Claire Danes. Claire Danes. Wie du auch sagen würdest, Claire Danes. Ja, sie wurde am 12. April 1979 geboren. Und? Was hat sie so gespielt? Sie ist mit mehreren Emmys und Golden Globes ausgezeichnet und hat in TV-Serien wie Willkommen im Leben oder Homeland mitgespielt. Bei William Shakespeare, Romeo and Juliet in Love. Was hat sie noch alles gemacht? Les Miserables und natürlich Der Sternwanderer. Romeo und Julia in Love? Ja. Nee, William Shakespeare, Romeo und Julia, hab ich ja, doch gesagt. Aber nicht in Love. Ja, nicht in Love. Ich meine, das ist klar. Guck mal, passt doch ganz gut, oder? Passt doch ganz gut. Nee, ist halt ein schönes Paar. Ja, nur sie weiß nichts davon. Ja, ich fand sie gut in Homeland. Homeland, geniale Serie. Nicht alle Staffeln, aber die ersten zwei auf jeden Fall. Als dann The Brody tot war, war blöd. Ja, als Brody gestorben ist. Aber selbst bei der dritten Staffel, als The Brody irgendwie nicht ganz so dabei war, fand ich auch doof. Ja. Mein Leben hatte plötzlich keinen Sinn mehr und da bin ich zu Netflix gewechselt. Ja. Achso, das war bei Amazon Prime, ne? Ich glaube ja. Ja, genau. Und am 12. März 1961 ist Juri Gagarin als erster Mensch in einem Raumschiff um die Erde herumgeflogen. Juri Gagarin in der Vostok 1. Wie lange hat er gebraucht für den für dieses Umrunden? Schätz mal. Eine gewisse Zeit. Was denkst du, was er gebraucht hat? So er hat die Erde einmal umrundet, ne? Ja, einmal umrundet. Eine Woche? Ach, Blödsinn. Eine Woche mit dem Schiff, oder was? Raumschiff! Ja, drei Tage. Sag mal. Fünf. Juri Gagarin brauchte für seinen Flug um die Erde 108 Minuten. 108 Minuten? 108 Minuten war einmal rum. Wow. Also da wäre mit dem Bus wirklich nicht wesentlich schneller gewesen. Heißt, steht hier. Zeittafel Astronomie. Ja. So, was das bedeutet. Naja, perfekt. Das war am 12. April. Und wir gucken mal hier hinter uns. Wer kennt sie nicht, diese Flagge? Union Jack. Das ist der sogenannte Union Jack, ganz genau. Und 1606 wurde dieser Union Jack zur Flagge Großbritanniens. Ja, und weißt du, wie der Union Jack sich zusammensetzt? Ja, aus vielen verschiedenen bunten Farben. Ja, das ist wie in verschiedenen bunten Farben. Mhm. Aber warum heißt der Union Jack Union Jack? Weil er eine Unionsflagge darstellt. Ja. Eine Vereinigung aus vielen verschiedenen bunten Farben. Ja. Die Flagge von England steckt da drin, die Flagge von Schottland steckt da drin und die Flagge von Irland steckt da drin. Verstehst du? Hier, Schottland, blau hinten, ja. England, hier das rote. Und Irland ist, was ist Irland? Weiß nicht so genau, irgendwie sowas. Verschiedene Punkte. Haben wir wieder was gelernt. Union Jack. Ja, muss man mal recherchieren, was der Union Jack genau bedeutet. Das haben wir jetzt hier nicht parat. Das war jetzt eher spontan, so wie bei Shoki Banoki. Natürlich. Vieles spontan. Hier ist alles spontan. Nicht alles, aber einiges. Ja, ja, das war der 12. April. Claire Danes, Juri Gagarin und hier. Union Jack. Union Jack. Union Jack. Genau. Cheerio, Miss Sophie. Union Jack, Alter. Tschüss, mach's gut. Ciao.